für Tim Voss. Ja, danke schön. Ja, eigentlich wollte ich was ganz anderes vortragen, aber aufgrund des Modus, in dem wir uns ja anscheinend jetzt hier befinden, habe ich mich gerade doch spontan dazu entschlossen, was anderes zu machen. Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es geht um Catchen. Die schlechte ist, die Mädchen können da vielleicht nicht so viel mit anfangen. Aber kaum Mädchen hier. Ja, eigentlich schon, aber ich fange einfach mal an. Also, meine Kolumne aus dem International Wrestling Magazine, oder kurz IWM. Neulich schaltete ich mich durch die farbenfrohen Weiten des deutschen Pay-TV-Universums und blieb einem Format hängen, welches sich Extreme Dynamite Friday Night World Wrestling Federation oder kurz EDFNWWF nannte. Ich kannte Wrestling aus meiner Jugend, aber das, was mir da geboten wurde, war irgendwie anders. Zugegebenermaßen war ich seit 15 Jahren kein aktives Mitglied der World Wrestling Federation Europe Fan Community oder kurz WWF EFC gewesen und vielleicht nicht ganz im Bilde. Aber anscheinend haben sich in dieser Zeit fundamentale Dinge in der Welt des Wrestling-Sports verändert. Ich trank Bier und philosophierte vor dem Fernseher darüber, warum die Kämpfer ihre Körper jetzt wohl puderten, anstatt zu ölen, wie es damals gute Sitte war. Ihre Unterhosen, hautengen Overalls, Kriegsleggings und Springerstiefel waren nun lila, magenta, Pastellfarben oder glitzerten in den hässlichsten Neontönen, sodass ich erst annehmen musste, die Jungs, die ich dort sah, kämpfen für das Ed Hardy International Wrestling Team oder kurz Ed Hardy Schlampen. War aber zum Glück nicht so. Der vermeintliche mit Swarovski-Steinchen besetzte Schriftzug auf ihren Höschen verkündete, I'm naughty und nicht Ed Hardy. Was auch immer sie dem Gegner oder dem Gegner damit mitteilen wollten. Aber was war passiert? Warum sahen alle Wrestler nun aus wie mit Steroid gemästete David Beckham-Verschnitte? Ich trank ein weiteres Bier und begann mit der Ursachenforschung. Hatte vielleicht doch kurz nachdem mein Interesse für Profi-Wrestling dem für Lego-Technik weichen musste, der damalige Paradiesvogel der Szene Ric Flair, 1992 auch als der Guido Westerwelle des Profi-Wrestlings bekannt, seinen Putsch durchgezogen und dem World Wrestling Federation President and Chairman oder kurz WWF PAC von seinem Posten verdrängt und den Wrestling-Sport in einen schwulen Männerakrobatenfall umfunktioniert? Jetzt brauchte ich zwei Jägermeister und ich trank mehr Bier. Ich kann mich erinnern, in den 90ern standen dort ausschließlich echte Männer im Ring. Einer war ein so abgewichst harter Typ, dass er, wenn er nicht im Wrestling-Ring stand und kämpfte, sein Leben allein in den Sümpfen Alabamas nur mit einem Messer bewaffnet verbrachte. Ich meine, wenn einer mit Nachnamen Snake Ripper, zu Deutsch Schlangenschänder, heißt, stellen sich da keine Fragen mehr. Über seinen Tag-Team-Partner munkelte man, er müsste außerhalb der Arena mit schweren Medikamenten ruhiggestellt werden und durfte in seiner Einzelzelle an der Psychologischen Fakultät Princeton nur einmal monatlich Besuch empfangen. Und das eben auch nur von seinem Tag-Team-Partner, dem Snake Ripper. Zu verdanken hatte er das dem Big Boss Man, der sich wahrscheinlich als einzig wahrer amerikanischer Polizist an dieses massenmordende Schwein herantraute. Aber fest stand, alle zusammen waren sie die eisenharte Speerspitze des amerikanischen Profisports, nur Ric Flair nicht. Ich trank wieder etwas Bier und als ich mir den nächsten Jägermeister runterkippte, wusste ich, es muss an ihm liegen. Ein paar Freunde von Ric Flair werden sich jetzt wohl denken, was mir einfällt, so über Wrestling herzuziehen und was ich wohl glaube, wer ich bin. Aber auch diese Gemüter kann ich beruhigen. Ich kann mir dieses alles vernichtende Urteil über den Wrestling-Sport leisten, weil ich im Alter von 9 bis 11 Jahren selbst aktiver Catcher war. Organisiert in einer nur sehr kleinen Federation, bestehend aus meinen beiden älteren Cousins und mir. Dann und wann hatten wir schon mal Gastkämpfer auf Geburtstagen oder anderen Familienfeiern, aber die konnten nie wirklich um Titel mitkämpfen. Mein Catcher-Name war Moonman. Und es ist mir gelungen, zweimal den Intercontinental und viermal den World Wrestling Federation Champion Gürtel oder kurz WWF CEG zu erringen. Wobei der eine Kampf bei unserem Opa im Garten eigentlich nicht mit in die offizielle Wertung eingegangen ist, weil ich mich dort ernsthaft mit meinem Cousin um ein Gameboy-Spiel geprügelt hatte. Die anderen beiden hatten die lautmalerischen Namen Death Destruction und Black the Pink of Execution, was so viel wie Schwarz der Pinke der Vollstreckung bedeuten sollte. Gesoffen hat mein Cousin mit 10 noch nicht und ich weiß auch nicht, wie er auf diesen blöden Namen kam. Jedenfalls konnte ich mir diesen Neo-Wrestling-Scheiß auch nach dem 10. Jägermeister nicht schön trinken und musste den Fernseher ausmachen. Ich trank weitere 3 Bier und 5 Jägermeister und kam zu dem völlig klaren Entschluss, das Ganze nicht so auf mir sitzen zu lassen und es der Welt zu beweisen, dass es auch anders geht. Ich war mittlerweile so betrunken, dass ich tatsächlich den alten Spirit des Wrestlings fühlen konnte. Den aus jener Zeit, als es beim Wrestling noch um echte Schicksale und wahre Ideale ging. Also suchte ich kurz entschlossen in meinem Schrank das mit Filzstift bemalte Moonman-Unterhemd raus, streifte es über meinen granitharten Wrestlerkörper und rief meine beiden Cousins um 3 Uhr nachts auf dem Handy an, um zu fragen, was sie heute Abend noch machen. Black the Pink of Execution ist leider nicht an sein Handy gegangen und Death Destruction schrie mich durch das Telefon an,
Was er sagte, konnte ich leider nicht genau verstehen. Das lag zum einen an der schlechten Verbindung und zum anderen daran, dass ich mir noch drei Jägermeister genehmigte, während ich versuchte, Black Sipping auf Execution zu erreichen. Dennoch bin ich mir ganz sicher, dass bald wieder Kämpfe stattfinden und wir so die Renaissance des Wrestlings einleiten. Danke.